Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge des Command & Conquer Alarmstufe Road 3 Let's Plays, wo letzte Folge ja den Angriff hier unten abgewehrt haben. Eigentlich die Base irgendwie mal deffen müssen und eigentlich wir auch hier unten noch das Ding erobern wollen. Wir sind irgendwie so ein bisschen unzureichende Mittel. Ich möchte sagen, überfordert. Trifft es nicht ganz, aber wir haben ein bisschen zu viel zu tun. Ich schaffe es irgendwie gerade nicht, eine Armee aufzubauen. Und müssen eigentlich mal auf Armee warten. IFB erwartet Befehle. Eine Armee, die stark genug ist, einen Angriff zu führen. So, ich befülle hier einmal kurz die Fahrzeuge hier und dann schicke ich das gleich alles nach oben. Kein Problem. Du da rein. Wo gehst sonst du rein? Unzureichende Mittel. Da, also fehlt mir noch einer hier drinne. Und dann schicken wir gleich diese Fahrzeuge einmal alle nach oben. Einheiten entdeckt. Was haben wir hier? Hier können wir einmal nachhelfen. Zack. Ziel wählen. Ist das schnell genug? Ja. Unzureichende Mittel. Habe ich schön supporten können. Das hier unten wäre ja noch wichtig, dass ich das hier mal erobere irgendwann. Ne? Ist die Frage, ob der auf die Idee kommt, da mal hinzurennen oder er nicht. Kriegen wir gleich noch raus. So. Euch jetzt. Alle außer dich und dich. Und dich. Ihr kommt jetzt alle mit zur 1. Und sammelt euch mal da. Hier können wir gerne mal schon den nächsten Prospektor hier auf Halde stellen. Weil das hier wäre ja auch noch eine Echse, die man einnehmen könnte. Just saying. So, euch einmal besetzen. Jetzt hätte ich die Option, dass ich mit Tanja nach hier unten rennen könnte und das jetzt erobern könnte. Ich kann es aber auch lassen. Ich würde mal gucken, was mein Koop-Commander macht. Ob der vielleicht hilfreich von ganz alleine hier agiert. Unser Verbündeter wird angegriffen. Oder ob der anders tickt. Unzureichende Mittel. Ja, vielleicht habe ich auch Glück, dass der hier von, dass er hier die Echse aufbaut. Dann brauche ich nur noch hier unten die gleich mitnehmen. Das würde ich ja bloß fürs Bonusziel machen, also wie es aussieht. Soll ich mich ein bisschen umsehen? Begibt er sich nicht nach unten kommen. Ich gebe ihm jetzt mal den Befehl. Position nehmen da. Sichern das Gebiet. Unzureichende Schnappt Mittel. Euch bitte einmal das, damit ich den Prospektor nach hier unten kriege. Prospektor. Und ich hier die Echse aufstellen kann. Präzisionsangriff bereit. Mir aus gerne schon mal noch das hier einnehmen. Genau, die müssen weg. Perfekt. Unzureichende Mittel. Dann du Base dahin. Feindliche Einheiten entdeckt. Wenn der das gleich hinkriegt, dann haben wir die wichtigsten Probleme von alleine geregelt. Hier einmal reagieren. Ich habe mich auch rechtzeitig reagiert. Das sieht mir ungut aus. Okay. Aber nachgeholfen hat was gebracht. So, wir schicken mal die ganzen Guardian-Panzer direkt hier hoch. So, das habt ihr. Perfekt. Dann kannst du wieder machen, was du willst. Eine Einheit wird angegriffen. Das bleibt noch hier. Was liegt an? Können wir irgendwie helfen, Sir? Ach, ich sehe schon, ich muss da oben Support hinkriegen. Also, auffüllen hier. Ihre Befehle? Roger and out. Bin auf Empfang. Den auf da rein. Peacekeeper bereit für Transport. Status bereit. Ich bin zu allem bereit. IFW erwartet Befehle. Perfekt, dann du da rein. Und hier noch die Echse hinstellen. Ungeeigneter Bauplatz. Die noch nicht geht, aber wir haben Kohle bekommen. Also ihr. Hier, Tanja. Außer. Unzureichender Mittel. Ich bin ganz Tanja kommt wieder raus.
Geladen und entsichert. Ach, sind wir unnötig kompliziert hier. Bin unterwegs. Für den Frieden. Außer dich? Nein. STRG war's. Nee. Alter. Komm, ich schick dir einfach alle nach oben, so wie sie sind. So, hier die Echse geht jetzt los. Und dann würde ich hier auch noch eine... Nein, machen wir nicht. Wir bauen aber noch einen Prospektor. So. Du gehst hier helfen. Wenn wir es irgendwie hinkriegen. IFW erwartet Befehle. Verstanden. Ja. Es ist irgendwie alles sehr chaotisch. Wo steigt die Party? Bis später. Bis davon gibt's noch mehr. Mach sie fertig. Aber irgendwie auch nicht. Es ist so ein Mittelding gerade. Okay. Du dahin, ihr bleibt hier oben. So, und jetzt kann ich... Jetzt fahren die Guardian-Panzer immer schon von alleine nach oben. Und ich kann die immer eins nach unten ziehen und dann befüllen. So, du baust hier die Base auf. Und hier kann ich sie immer so kurz befüllen. Zack, zack. Und dann schicken wir die drei nach oben. Und da habe ich hier eine schöne Lösung gefunden. Sicher kann schön deffen, wo sie gerade ist. Das läuft auch. Ah, das es läuft doch einigermaßen. Es ist nicht gut, aber es läuft einigermaßen. Jetzt muss man noch das hier weg und dann haben wir die Mission tatsächlich auch schon geschafft. Hatte ich letzte Folge so noch nicht auf gedacht, dass ich das schaffe. Jetzt sieht es eigentlich ganz safe aus. Was es immer bringt, einfach Ressourcen zu scheffeln. Und den Koop-Commander machen zu lassen, ist sehr interessant. Interessantes Prinzip in der Kampagne. Mach einfach Kohle und der Koop-Commander führt schon Angriffe. Auch wenn ich hierfür definitiv noch eine größere Armee brauche. Die Frage ist, ob der das hier unten jetzt nochmal irgendwann angreift. Hier können wir schon mal das noch im Bau geben. Und einmal Strom erstmal. Und ob er... Oder ob er das nicht macht, weil das wäre hier das Ungünstigste, wenn da unten Angriffe stattfinden. Bau abgeschlossen. So. Reicht das? Ich weiß nicht, wir wollen einfach noch einen. Unzureichende Mittel. So, der baut sich auf, wunderschön. Feindliche Einheiten entdeckt. Das macht Tanja, Bau abgeschlossen. Dahin und dann das im Bau. Und dann müssen wir warten, dass die Raffinerie fertig ist und das hier fertig ist. Dann schieben wir die auch noch hier hin. Wir sind hier noch drin. 47.000, das geht schon klar. Die ist voll. Wie sieht Bau die aus? Die ist noch voll. Hier kommt ein großer Angriff. Eine Einheit wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Feindlicher Infiltrator geortet. Schaffen wir das? Bis später. Ja, oh, langsam sieht's gut aus. Langsam sieht's gut aus. Oh, hallo, anvisieren. Das mal noch zerstören und das mal noch zerstören. Gentlemen, fahren wir los. So, hier können wir euch mal hier runterziehen zum Befehlen. Ich bin einsatzbereit. Bin auf Empfang. Da rein, da rein. Da, so, so und so. IFW erwartet Befehle. Wie immer einsatzbereit. Denen zeigen wir es. Unzureichende Mittel. Ihr habt den Boss gehört. Perfekt. Ihr mit zur 1. Hey, wie geht's? Guardian Panzer. Und eigentlich haben wir so langsam den Punkt erreicht, wo ich sage, müsste langsam mal so ein bisschen was als Offensive mitbringen. Wie immer einsatzbereit. Einheit verloren. Eine Einheit wird angegriffen. Was können wir für Sie tun, Sir? Aber ich glaube, positiv, Sir. Ich bin noch ein bisschen zu schwach dafür. Sie haben den Bus gehört. Aber wenn er jetzt mit angreift, wird's gut. Das ist die Frage, ob er das macht. Guardian
Linienpanzer ist bereit. Wie lautet Ihr Befehl? Darauf haben die Jungs schon gewartet, Sir. Oi, oi, oi. Okay, einfrieren da. Vorsichtig. Bis dann. Eine Einheit das da angreifen? Na los, na los! So geht das! Ich lass den momentan einfach machen. Noch sieht's okay aus. Würde mich jetzt hier versuchen, feindliche Einheiten entdeckt. Darum zu kümmern, dass er nichts mehr bauen kann. Über das hin. Bis dann. Vorsichtig. Bis später. Naja. Eher schlecht als recht. Er ist aber auch keine große Hilfe, muss man ja so sagen, wie es ist. Das habe ich vergessen zu bauen. Das hier oben? Was bedeutet das jetzt? Ich habe keine Ahnung. So, ihr kriegt das hier eher so semi-geil hin. Sie wollten es nicht anders. Eine Einheit wird angegriffen. Ja. Positiv, Sir. Naja. Davon gibt's noch mehr. Gut war es nicht, schlecht aber auch nicht. Man könnte jetzt mit Tanja hier versuchen nachzuhelfen. Mal gucken, ich probiere das mal. Mit Tanja so ein bisschen hier zu stressen. Im schlimmsten Fall ist Tanja tot. Wir speichern einmal. Und vielleicht kriegen wir mit Tanja noch so ein bisschen was zerstört, dass wir hier oben besser vorankommen. Wo ist sie? Dort noch. Feindlicher Infiltrator geortet. Feindliche Einheiten entdeckt. Unzureichende Mittel. Hier, Tanja. Wo steigt die Party? So, sie wird ein bisschen aufgehalten. Tanja hier, ich bin soweit. Wie ihr seht. Mach ich. Bin unterwegs. Jawohl. Jetzt kann sie wieder laufen. Klopf, klopf. Rücke vor. So, der Plan ist. Angriff bereit. Das Gebäude soll weg. Das gibt einen schönen Knall. Mach ich. Wenn du da. Zeit für einen Sprengsatz. Polieren wir die Kiste. Ja, schlecht. Hoffentlich sind sie angeschnallt. Was ich hier mache. Zeit für einen Sprengsatz. Klopf, klopf. Polieren wir die Kiste. Sie ist gleich tot. Zeit für lebt sie nicht. Verstanden. Wir haben Tanja verloren. Ja. Die Tanja neu bauen? Ausbildung. Bauen wir eine neue Tanja. Ah, das Gebäude zerstört, aber ah, naja, gut war es nicht. Alter, warum produziere ich nur das? Ich bräuchte mal die hier. Guck mal, hier stehen vier Guardian-Panzer und hier ist eine Armee von dieser Scheiße. Ich bin zu allem bereit. Nichts gegen diese Einheiten, aber die sind mir ein bisschen zu schwach, dafür, dass ich nur die bekomme. Na, füllen wir hier auf, komm. Peacekeeper bereit. Bin auf Empfang. Ihre Befehle? Kein Problem. Umgebung sicher. Statusbericht. Bin auf Empfang. Da rein, so seid ihr voll. Kampfbereit. Seid ihr, dann fahrt schon mal weg. Okay. Peacekeeper bereit. Da rein. Bin auf Empfang. Da rein. Unzureichende Mittel. Legen wir los. Peacekeeper bereit. 10-4, Sir. Peacekeeper, Guardian Panzer 1, bin auf Empfang. Verstanden. So, dann müsste ich alle haben. Ich bin einsatzbereit. Perfekt, dann auch ihr nach oben. Unzureichende Mittel. So, wie sieht's hier aus? Da müsste ein Angriff drauf. Ja, haben wir gleich, das ist nur noch eine Frage von Zeit. Das kriegt der nicht mehr gedefft. Es ist nur noch das Problem, dass ich jetzt gerade nicht sehr viel habt zum Angreifen, was stark ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er Guardian Panzer einsatzbereit. Das hier noch geschissen bekommt, das glaube ich, ist eher sehr gering. Unzureichende Mittel. Ich könnte jetzt noch den Coop Commander sagen, nimm hier einfach mal ein, aber kann auch gleich selber hinfahren. Guardian Panzer einsatzbereit. Es kommt erstmal ja, ein paar Guardian Panzer, nicht mal hier was angreifen kann. Ich könnte das hier noch machen. Ja. Mal gucken, ob das was bringt. Einsatzbereit. Einfach weil wir es können, will er, wenn es mir gerade einfällt. Mal gucken. Guardian Panzer einsatzbereit.
glaube zwar nicht, dass das jetzt den gewünschten Effekt hat, aber... Feindlicher Infiltrator geortet. Unzureichende Mittel. Kurierenpanzer einsatzbereit. Eine Einheit wird angegriffen. Okay. Zumindest ist er nicht gestorben und... Guardian-Panzer einsatzbereit. Das Gebäude ist beim nächsten und übernächsten Angriff weg. Das hat gepasst. Es ist die Frage, ob die sich hier reppen. Wenn die landen? Ich hoffe. Guardian-Panzer einsatzbereit. Soll ich etwas zerstören? Feindliche Einheiten entdeckt. Sie ist gleich hier. Es geht darum, ob diese Flugzeuge gereppt werden. Ja, werden sie. Perfekt. Da können wir gleich den nächsten Angriff starten. Guardian-Panzer einsatzbereit. Und go. Oh, schau dir, was der hier für eine Armee aufbaut. Sehr schön. Das sieht auch gut aus. Da kann ich ja selber direkt auch mitmischen, wenn der mit so viel kommt. Dann fahre ich auch mit los. Feindlicher Infiltrator geortet. Präzisionsangriff bereit. Unzureichende Mittel. Feindliche Einheiten entdeckt. Sehr schön, der geht dann gleich auch hier drauf. Falls das Gebäude das überlebt, wird es sehr wahrscheinlich. Eine Einheit wird angegriffen. Ja. Gut. Dann go hier. Ziel ist, das Gebäude zu zerstören. Kann sein, dass die Mission dann schon abgeschlossen ist. Es kann sein, dass ich noch einmal alles zerstören muss. Das kriege ich gleich erst raus. Einheit verloren. Ja, ja. Und tschüss. Einfach die Guardian Panzer wieder mal so langsam sind, dass sie quasi den schönen Angriff versauen. So, das Gebäude weg. So, und dann haben wir es damit oder kommt da noch mehr? Wir haben es damit, sehr schön. Hoffe ich. Das wäre geschafft, Commander. Vielleicht sind die Sowjets gar nicht so übel. Oder sie haben einfach ihren Zug noch nicht gemacht. Das war gute Arbeit, Kommandant. Scheinbar sind sie etwas kompetenter als vermutet. Und da sie ehrlich zu mir waren, konnte ich sie leider auch nicht töten. Guardian-Panzer-Einsatzbereit. Interessante Kameraposition. Toll, wie ich immer wieder meine Einheiten verloren habe. Aber was definitiv viel gebracht hat, ist einfach nur immer mehr Ressourcen in Kamm. Das war sinnvoll. Also ich habe mittlerweile mit den Koop-Commander echt gut zusammenspielen gelernt. Ich weiß, was ich machen muss, damit er stark wird. So, Story. Tolle Show, Commander. Verdammt gute Arbeit. Diese zurückeroberten Zerstörer werden uns bestimmt sehr nützlich sein beim Versenken dieser Inselfestungen. Sir, Premier Schadenko ist in der Leitung. Stellen Sie ihn durch, Lieutenant, meine Herren. Oberbefehlshaber Bingham, ich wollte Ihnen persönlich danken für all Ihre Mühen, unsere Partnerschaft zum Erfolg zu führen. Sehr nett von Ihnen, aber danken Sie unserem Commander hier. Er leitete den Angriff auf Gibraltar. Ja, auch Ihnen gilt mein Dank, Kommandant. Ich hoffe, Sie waren zufrieden mit Nataschas Beitrag auf dem Schlachtfeld. Sie ist eine unserer Besten. Ja, wir werden Ihre Natascha und jeden Ihrer Männer benötigen für die Zerstörung der schwimmenden Festung im Nordatlantik. Das ist richtig. Viel Glück, meine Herren. Danke. Diese Bedrohung hat den ganzen Schiffsverkehr in der Nordsee lahmgelegt. Aber mit unseren Zerstörern und der Hilfe der Sowjets haben wir vielleicht eine Chance. An die Arbeit, Commander. Etwas wie diese Festung habe ich noch nie gesehen. Niemand hat das. Sie ist eine komplett bewaffnete mobile Stadt und beherrscht alle Wasserstraßen in der Region. Es sieht so aus, dass wir die Taktik ändern müssen. Koordinieren Sie die Angriffe mit der sowjetischen Flotte. Ich weiß, Sie hassen die Zusammenarbeit mit den Sowjets. Aber Field Marshal Bingham ist ein sehr kluger Mann. Ich bin sicher, er weiß, was er tut. Also hoffen wir doch mal. Auf geht's. Wir haben einen Angriff auf die kaiserliche Flotte in der Nordsee organisiert. Allerdings haben wir noch keine genauen Informationen über deren Zusammensetzung. Wir arbeiten bei dieser Operation wieder mit den Sowjets zusammen. Ihr erster Befehl lautet wie folgt. Unterstützen Sie die Bergung eines kaiserlichen Schiffes. Verteidigen Sie unser Bergungsschiff, während wir die Informationen über die japanische Armada sichern. Sobald wir die Daten haben, erhalten Sie weitere Befehle. Viel Glück.
Alles klar. Und das werdet ihr aber erst in der nächsten Folge sehen. Wir gehen nach dem Intro in die nächste Folge. Neues Einsatzziel erhalten. So, jetzt gehen wir in die nächste Folge. Dann werden wir hier diese Mission spielen. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, dann hinten. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und sage zum Schluss: Tschüss.